Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2, der Schwarzen Witwe Challenge. Erst einmal allen, die hier zuschauen, die es noch nicht gehört haben von mir, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Feiertage, Weihnachten etc. Seid gut ins neue Jahr gerutscht und gesund und munter angekommen und habt einfach gut gefeiert. Und Ferien gehabt und sonst noch was, ne? was war denn hier im letzten Part los? Wir haben eine Beförderung gehabt, also unser Jörg ist befördert worden zum, was ist er jetzt? Senator, genau. Er wurde Senator und, hat sich sehr darüber gefreut. Unserem Blackie, unserem kleinen Katerchen geht es sehr gut. Jessica geht's auch sehr gut, sie ist müde und wir haben seit dem letzten Part hier einen neuen Mitbewohner, jawohl. Der Jonas ist bei uns eingezogen. Also insofern alles wunderbar. Er hat auch sehr verdammt viel Geld mitgebracht. Wir haben jetzt ein Vermögen von 104.000. Also wir können richtig gut damit was anfangen. Jörg ist übrigens auch ein Arbeitsmensch, nämlich Medizintechniker. Und muss leider Gottes auch tagsüber weg. Aber nichtsdestotrotz, das kriegen wir schon hin mit ihm. Und ja, jetzt ist Abend. Die sind gerade dabei ins Bett zu gehen. Ich lass mal die Zeit laufen. Und dann gucken wir mal, wie das mit denen hier so weitergeht, ne? Also müssen wir uns langsam mal ranhalten, wir da uns drum kümmern, mit, ihr wisst schon, Fremdgehen, nächsten Mann haben wollen und so weiter und so fort. Mich wundert gerade, dass heute mal scheinbar keine Geister unterwegs sind. Ja, sieht gut aus. Ja, uns hat geregnet und mal gucken. Jessica müsste eigentlich als Erste aufwachen. Unser kleiner Blackie muss draußen im Regen schlafen. Und Pingu kam vorbei. Ach, wie süß. Ich habe den eben gerade noch so aus der Ferne gesehen. Ja. Nun gut, wir warten mal. Ist irgendjemand jetzt aufgewacht? Jonas vielleicht? Nö, er liegt noch im Bett und schläft. Ach, wegen Blackie, weil Blackie wach ist. Okay, wir spulen noch mal ein bisschen. Blackie, du kannst da ruhig rumlaufen und ist gar kein Ding. Komm auch rein. Genau, hier ist trocken. So, wie sieht's denn jetzt aus? Ne? Gleich so 6 Uhr morgens, ne? Ja. Dann würde ich vorschlagen, unsere Jessica kann doch schon mal aufwachen und den Napf säubern und füllen. Wäre doch schon mal eine Maßnahme, ne? Was will sie denn? Sie will ein Klavier kaufen. Na klar, was noch? Ein Ferienhaus will sie kaufen. Und natürlich die maximale Begeisterung für... So, und hier muss einer aufstehen. Genau, mach du das mal. Auch ihm geht's aber ganz gut. Ja, und er möchte einen Wolf sehen. Ja, was du alles willst. Da unten läuft zwar was um, ist aber kein Wolf. Jo, dann mach du mal. Genau, du kannst dich kümmern, wie du lustig bist. Alles kein Ding. Und du bist auch wach. Ach, wie schön. Und du willst Schach spielen. Und was willst du da machen? Schlambada tanzen oder so. Du könntest ja mal kurz hier auf Toilette gehen und dir die Hände waschen. Wäre eine gute Maßnahme. Musst ja auch bald arbeiten. Und was macht unsere Jessica? Die will wieder Fernsehen gucken. Was auch sonst, ne? Gleich mal hinsetzen morgens und gucken. Ja, lass uns doch mal schauen, ob es was... Achso, du guckst einen Film. Ja, und wir hatten festgestellt, dass Jessica was für ihre Figur tun sollte. Naja, schwimmen hilft da bestimmt auch. Ja, geh mal eine Runde schwimmen. Ist okay. Sie muss auf jeden Fall ein bisschen auf ihre Figur achten hier. Das ist mal wichtig. Na, mach mal. Geh schwimmen. Und Eppa, genau. Und die Fahrgemeinschaften fahren. Du bist hoffentlich auch am Gehen. Musst du nicht? Ja, doch, hier, genau. Dann hör mal auf und geh mal zur Arbeit. Jawohl. So, du kümmerst dich auch noch um was auch immer. Hast du Hunger? So ein kleines bisschen Hunger hättest du. Oh, du kannst auch mit Blackie, genau. Kannst dich auch um Blackie kümmern. Das ist ganz, ganz toll. Leckerchen. Es ist aber nicht gut, wenn du Blackie immer so verwöhnst. Also, ne? Kannst ihn mal loben für von Simbetten wegbleiben und vielleicht einfach mal ein bisschen knuddeln oder sowas. Komm mal her, Blackie. Liebhaben, knuddeln und ja, sowas. Oh, ja, schön, ne? Mal spielen mit.
So, und dann verabschiedest du dich quasi damit und dein Auto kommt auch gleich. So, Madame, was machst du? Wo bist du? Was tust du? Jessica? Wo ist... Achso, Jessica und... Oh. Hallo, was geht denn hier ab? Toben. Ach. Hm. So war das jetzt nicht gedacht, ne? Also ich meine, du kannst nicht einfach hier Shiva begrüßen. Shiva, auch ein schöner Name. Gut, dann lass uns mal gucken. Ich glaube, die Kuh bräuchte dringend mal was zu futtern. Hier, geh mal Kuh füttern, auch wenn du lieber mit Shiva spielen willst. So, und dann ist er... Oh, guck du mal, letztens hat er noch Limousine gehabt, jetzt hat er so einen süßen kleinen roten Flitzer. Ey, cool, man. Sieht aus wie so ein Matchbox-Auto, oder? Ja, geil. Schick, schick. Wow, wow. Bye, bye. Und tschüss. So, Madame muss unbedingt sich um ihren Garten kümmern jetzt, ne? Ja, ja, mach mal. Auch wenn Shiva lieber mit dir spielen will. Du kannst mal viele pflegen und viele gießen. Das ist auf jeden Fall mal eine Sache, die du tun kannst. Und danach kümmern wir uns um deine Bedürfnisse. Und, ja, eventuell auch um irgendwelche körperlichen Dinge. Ich spule mal ein bisschen, das dauert jetzt wieder. Bis sie da alles gemacht hat. Jörg verliert Begeisterung für Fitness. Ja, ja, eben. Wir müssen da unbedingt was dran tun. Das geht so nicht. Zumal sie hier alle dick und rund werden. Gibt es schon irgendwas zum Ernten? Nee, ne? Ah, aber den Pflanzen geht es soweit ganz gut, würde ich sagen. Oh, so. Groben und Ganzen ist das ordentlich. Gut, dann darfst du jetzt säubern und benutzen und da auch mal duschen gehen. Und dann gucken wir mal. Ja, wie wir das hier mit dir so machen. Sag mal, Shiva, musst du uns hier die Löcher buddeln? Wir haben letzten Part schon gegraben. Aber gut, dankeschön, du hast uns trotzdem Arbeit abgenommen. Ist ja in Ordnung, ne? Müssen wir uns da nicht auch noch kümmern. So, wo ist Blackie? Ach ja, wir haben ja auch eine Hausdame. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Wir sind ja hier vornehm, ne? Apropos vornehm. Ich habe dann auch demnächst mal was vor. Ach, ich wollte was gucken. Geh mal kurz einen Stock höher. Ich muss mal zählen, bei wie viel wir jetzt gerade sind. Ich habe ja wieder gar keinen Plan. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Genau, er wäre dann unser Sechster. Dann haben wir auf jeden Fall die Hälfte schon mal rum. 7, 8, 9 haben wir... Ja, gut. Alles klar, weil dann würde es auch mal langsam Zeit für gewisse Veränderungen werden. So, meiner Meinung nach. Ja, komm rein, Madame. Wer bist du nochmal? Lucy Heck, genau. Die Lucy. Haha, schön. Das ist nett, dass du da bist. Ja. So, und Madame hat Hunger. Können wir denn irgendwas machen? Oh, wer ist denn das da draußen? Hallo, okay, mach doch mal Mittagessen. Was könnten wir denn machen? Oh, ein Hawaii-Toast wäre doch auch mal schön, ne? Ja, Blacky, für Blacky würde ich immer noch verdammt gerne so ein Körbchen oder so holen. Ich überlege halt, aber wenn ich es hier hinmache, ist es auch so mitten im Weg halt, ne? Das ist so der Haken. Und im Schlafzimmer ist einfach nicht genügend Platz. Das ist echt doof hier. Wir müssen hier mal ein bisschen vergrößern demnächst. Aber das machen wir, wie gesagt, demnächst. Jessica hat Begeisterung für Kochkunst entwickelt. Ja, ja. Ja. Ach, jetzt putzt Lucy auch nochmal. Ach so, das Waschbecken hat man nicht gemacht. Stimmt, da hat nur die Toilette geputzt, glaube ich. Mhm, das ist lieb, Lucy. Dankeschön, dass du uns da so schön hilfst. Ja. Mhm, genau. Stell das mal dahin. Schnapp dir einen Teller. Und dann kannst du den Rest nachher wegräumen. Alles kein Ding. So, wo ist unsere Mieze? Wo ist unser Blackie? Blackie, wo bist du? Ach, da. Ganz klein sitzt er da vor Herd und guckt. Na? Du willst aber nicht in die Röhre geschoben werden, oder? Gott, das ist so goldig. Ich liebe es, wenn diese Kätzchen noch so klein und süß sind und überhaupt... Ah, Jessica, Lucy ist schon fertig mit Aufräumen und Putzen. Sehr schön. Ja, im Moment ist ja nicht so viel zu tun. Wir haben ja momentan nicht so den Sauhaufen hier, ne? Ja. Aus den Zeiten sind wir eigentlich langsam weg, aber... So, so. So, jetzt essen wir ein bisschen schneller.
Wir haben noch was vor mit dir heute. Was will sie denn da? Glühwürmchen fangen, Schmetterlinge und irgendwem übers Hobby quatschen. Genau. Und ansonsten brauchst du noch irgendwas mit deinen anderen Leuten? Jörg, ja, Julian ist ziemlich gut oben, er ist gut oben, das ist auch gut. Du kannst das mal bitte aufräumen, genau, mach das. Ach ja, und wir hatten ja die Gräfin, Chrissy Stein, da war mein Plan. Gut, jetzt bin ich wieder einigermaßen auf Laufen. Ich hatte nämlich was überlegt das kam im letzten Part so irgendwie nicht vor, als ich nebengeguckt habe. War jetzt am Überlegen, hatte ich da nicht irgendwie noch wen, mit dem ich mich noch anfreunden wollte und was weiß ich, keine Ahnung. Naja, doch, da ist was. So, und jetzt geht's aber wirklich um die Wurst. Jetzt musst du mal hier ein bisschen was tun, Mädel. Geh doch bitte mal trainieren. Ja, genau, wegen deinem Bauch. Dann zeig uns mal, wie schick du trainieren kannst. Yeah. Training. So muss das sein, genau. Ja, ich mach's dir toll. Juhu, und da wird gerannt. Ach, schön. Ja, so ist fein. Einmal Training mit Jessica. Und 1 und 2 und 1 und 2 und Ärmchen hoch und Ärmchen runter. Und ein bisschen ins Schwitzen kommen. Ja, das ist halt so, ne? Wenn man zu viel futtert und es sich so gut gehen lässt, dann muss man auch mal wieder was für die Figur tun. Oh, genau. Oh, Dauerlauf auf der Stelle. Jawohl. Ach, schee. Ja, doch, so ist doch schön. Machst du ganz prima. So, und ich höre schon wieder irgendwas. Oh, und sie verdient sich gerade einen Körperpunkt. Und da kommt Jonas schon wieder. Yeah, cool. Ein Mitglied dieses Haushalts hat ein Videospiel gebracht. Okay. Boah, da können wir mal für sorgen, dass wir irgendwann mal einen Computer und eine Spielkonsole haben. Wir lassen Jessica mal da rumhampeln. Das ist in Ordnung. Oh, der Mann hätte Hunger. Tolle Leistung. Dröhnomat, Stereoanlage, erfolgreich verwendet. Jessica wird mit einem Körperpunkt belohnt. Ja, prima. So, du hast Hunger. Warte mal, was willst du essen? Spaghetti. Fähigkeitenpunkt willst du haben. Fähigkeit kreativ willst du haben. Da haben wir aber das andere angeklickt. Und Madame möchte doch eigentlich was ganz anderes haben. Hat sie denn noch... Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Hunger hat die jetzt keinen, ne? Ja, wir haben auch noch ganz viel zum Verkaufen im Inventar. Oh, da, gut. Aber gut, sie hat ja jetzt gerade keinen Hunger. Sie könnte ihren Jonas mal begrüßen. Komm, begrüß ihn. Umarme ihn mal freundschaftlich. Frag mal, wieso sein Tag war. Mach das mal. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas mit ihm machen können. Er betrachtet erstmal hier unsere Scheinwerfer, die wir im Garten aufgestellt haben. So, na, wie geht's? Wie war's denn auf Arbeit? Erzähle mal. Hat's einen schweren Tag? Ja, ich habe ein bisschen Sport gemacht. Ich muss ja auch wieder auf meine Figur achten, ne? Ja, das Problem ist, der Winter steht vor der Tür. Da futtern wir wahrscheinlich eh mehr als sonst was. Oh! Jawohl, ja. So habe ich mir das doch gewünscht. Hallo. Nee, wo willst du denn hin? Warte mal. Junge, du machst mich gerade ein bisschen narrisch. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 14.55 Uhr. Wann kommt er aus der Arbeit wieder? Um 18 Uhr erst. Das heißt, das können wir durchaus machen. Dann frag ihn doch mal. Flirten, fragen. Nach Date. Frag ihn mal nach einem Date und du hörst auf, an den Kühlschrank zu gehen. Ach, säubern willst, okay. Ja, das ist schon besser. Sollten wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwas machen. Ein Date zu zweit. Wir können ja mal ein Taxi rufen. Hier, Taxi. Ja. Genau.
Lalalala. Alter steht ja auch noch auf dem Programm, ne? Dass wir ein Date haben wollen. Was will sie denn sonst noch mit ihm reden? Ja, komm her. Reden über Hobbys, Natur. Ich habe vorhin meine Beete gemacht. Ja, ja. Und alles. Was will sie noch? Verlieben. Sie will sich in ihn verlieben. Ja, ja. Mit ihm spielen kannst du auch mal. Ja. Kannst du mal kitzeln hier, den Guten? Naja. So, jetzt warte ich doch. Genau. Waldpark. Oh, Hauptstraße. Hobbys. Was haben wir da? Grüne Oase. Okay, ja. Oder wir gehen nach Downtown. Wo wollen wir denn hin mit dem guten Mann? Was passt denn da jetzt einigermaßen? Schönsichtig, was haben wir denn da? Eins kühle, nass springen, ja. Unterhaltung, nee. Boutique shoppen, nee, will ich auch nicht. Da. Ich hatte, warte mal, war das in Blauseidig Heide? Das Fitnessstudio, ich glaube, das war das. Wir sind jetzt gerade in der Fitnessphase. Ja, komm, lass uns ein bisschen Sport machen. Komm, ist mal was anderes. Wir machen einfach einen Ausflug zum Sport und unterhalten uns nochmal. Also, gut, Auto ist da. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt mal. Sie ist ja schon in ihrem Sportdress und sagt, oh, ich habe gerade voll Bock gekriegt, weiterzumachen. Das kann man ja auch mal mit einem Date verbinden, ne? Warum denn nicht? Und wir sind zeitlich gut genug dabei, dass uns da unser Jörg eigentlich nicht in die Quere kommen sollte. Deswegen, wir hauen lieber ab nach Blauseidig Heide. In Downtown könnte auftauchen vielleicht. Und hier in Schönsichtigen können uns die Nachbarn sehen und so. Ja, wir wollen das ein bisschen geheim halten noch. Und hoffen einfach mal, dass sich in Blauseidig Heide nicht so viele Leute rumtreiben, die wir kennen. Und ansonsten können wir ja mit der Ausrede kommen, ja, aber was willst du denn? Wir haben doch nur ein bisschen Sport gemacht zusammen, ne? Welche Art von Sport, das kann man dann immer noch sehen. Aber ja, ich denke, diese Ausrede passt schon mal ganz gut. Ja, so ist das. Das ist dann, denke ich, mal eine ganz witzige Sache. Gott, meine Zeit läuft schon wieder weg. Oh Gott, das ist fürchterlich, Leute. Ich merke jetzt echt den Unterschied zum Streamen, wo ich ja Zeit ohne Ende habe, ne? Weil meistens dauern meine Streams ja so um die 2-3 Stunden, wenn nicht sogar noch länger. Und wenn ich hier nur 20 Minuten für eine Partaufnahme habe, ja, der Unterschied ist momentan immens. So, dann lass mal gucken, wo seid ihr denn? Wo willst du denn hin? Du bist in der falschen Richtung unterwegs. Da ist das Fitnessdingens. Wo ist unser... Ach, da ist er doch. Jonas? Was wollen wir denn noch mit dem? Warte mal, was hast du denn da alles? Flirten und umarmen und rumschmusen und Rücken kraulen. Ja, wir können dir ja mal zur Auflockerung schon mal den Rücken kraulen. Das ist doch eine super Idee. Und dann wechseln wir mal auf ihn und gucken, was er so alles möchte. Flirten möchte, rumschmusen will er und umarmen will er. Okay. Ach so, da wolltest du dich hinsetzen. Ah, okay. Naja, dann komm. Mädel, mach mal. Inne, wo bist du denn? Ach, Luca. Ah, hier. Ja, komm, dreh dich mal um. Lass dich mal ein bisschen bekraulen. Mhm. Das ist doch toll, oder? Ah. So, jetzt muss ich mal gucken. Was können wir denn hier so alles machen? Wir können da was trinken an der Bar und können uns da hinsetzen. Ja, könnten uns auch hier hinsetzen, aber da steht schon jemand. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Wir könnten schwimmen gehen. Oder hier, gucke mal, da sind doch auch Bänke. Da könnte man doch auch mal sich hinsetzen. Dann setz dich doch mal da hin und du setze dich da hin. Dann könnt ihr immer noch ein bisschen plaudern und einfach mal hier sitzen und das Wasser genießen oder was auch immer. Keine Ahnung. Mal schauen. Da hinten wäre die andere Couch vielleicht besser gewesen. Jonas meine ich. Wo rennst du rum? Hallo? Ach, einmal quer durch die Toiletten durch. Wusste ich gar nicht. Ja, so, hallo. Genau, unterhaltet euch erstmal ein bisschen. Ist auch schön. Ja.
Run a hair now. Le blessé la cable. Hafa patene la chaîne. Hallo, schöne Fassi. Ja, ja. Schnapp nicht. Wäsch nicht. Ah, Flammu, look und klar. Ah, ist aber nahe. Hm, ja. Komm mal dahin und dann kannst du mal flirten. Sieh mal. Ach ja, abschick. Zählt nicht, okay. Warte mal. So, sie will aber. So, dann flirte doch mal anders. Unterhalte ihn mal mit einem Insiderwitz. Und kitzel ihn nochmal und rede nochmal mit ihm. Über Interessen vielleicht. Komm, Süßer. Ich will was von dir. Loggy Woog! Loggy Woog! Wir müssen mal prüfen, ob du fit genug bist. Oder ob wir zusammen irgendwas machen wollen. Aber er sieht schick aus in seinem Medizinerteil da. Also ja, nicht schlecht. Hui, was schmeißt denn da rum? Ball? Ah, der Ball. So, da haben wir das, was wir wollten. Komm, dann umarm. Ja gut, dann geht da rein, genau. Das hatte ich ja auch eigentlich geplant. Euch beide nebeneinander. In dem Whirlpool hier. Als ihr hier mal nass schwitzen. So ein bisschen. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir brauchen noch ein bisschen Kuscheleinheiten. Na hallo, komm, kuschel. Du liebst es doch, gibst du. Guck mal, diese schönen Massagedüsen da. Ja, lass uns mal ein bisschen kuscheln. Oh, wie schön. Ach, guck mal. Ja. Jetzt flüstert sie ihm irgendwas ins Ohr und ich habe nicht verstanden, was es ist. Du kannst ihn mal massieren und vielleicht mal küssen. Machen wir mal zärtlich. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben, ne? Das war aber eine kurze Massage, Mädel. Oh, wie süß. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, was möchte er? Oh. Er möchte sich verloben. Ist ja noch besser als das da. Dann klicken wir das mal an. Und was willst du noch? Flirten und umarmen und vielleicht nochmal rumschmusen. Das. Ein bisschen rumschmusen. Ja, genau. Dübel? Ja. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal hoch nach einem guten Date aus mit den beiden hier. Auch wenn sie großartig gar keinen Sport mehr gemacht haben. Aber ihr Komfort ist jetzt dadurch, dass wir in der Wanne waren hier, doch um einiges besser geworden. Ein bisschen müde ist sie immer noch. Wir müssen mal gucken, ob es hier einen Kaffee gibt oder sowas. Ja, okay. Ja, rumschmusen war auch schön, ne? So, dann kommt doch mal beide da wieder raus. Ihr zwei Süßen, du willst ja auch noch mal flirten und umarmen und rumschmusen. Ah, ja, ja. Genau. Dann komm mal her. Was machst du? Wo gehst du hin? Flirten. Mal Händchen halten vielleicht. Umarmen. Mal feste drücken. Balinka.
Und dann vielleicht auch nochmal rumschmusen. Komm. So. Und dann gucken wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Oh, wer ist denn das? Eben habe ich einen Schreck gekriegt. Wo sie vielleicht einen Kaffee kriegt oder so. Was haben wir denn da? Oh, was ist das? Was zu essen? Ach, guck. Boah, könnte man machen. Aber die beiden müssen jetzt... Er hat Hunger. Er könnte mal was essen. Hier, nimm dir mal einen Teller. Und du könntest mal schauen, was gibt's da draußen noch. Mich macht dieses Ding hier immer narrisch. Ah, da sind auch Hotdogs auf dem Teller. Was könntest du machen? Du könntest mal ein Getränk bestellen. Ein Mixgetränk. Komm. Schnapp du dir mal ein Mixgetränk, während dein Schatzi hier so ein Hotdog schnappt. Ja. Mal gucken, wo er hinläuft. Ja, wir waren sehr sportlich tätig. Ach so, und meine Zeit läuft ja ab. Ach Gott, Leute, Leute, Leute. Aber egal. Wir gucken den beiden jetzt hier noch ein bisschen zu. Wo ist denn Madame? Also er sitzt jetzt hier. Und wo ist Jessica? Jessica, wo bist du mit deinem Getränk? Ach, da. Genau, du. Setzt du dich mit dazu oder stellst du dich einfach nur daneben? Ah ja, stellt sich einfach nur daneben und trinkt sich was. Sehr schön. Wie sieht's denn eigentlich aus mit der Fitness? Könntest du noch ein bisschen was tun? Also wir haben auf jeden Fall schon mal ein traumhaftes Date. Madame ist fertig. Pass mal auf, dann könntest du doch hier mal ein bisschen trainieren. Geh doch da mal trainieren. Oder, ach, wenn es frei ist, dann geh hier hin. Das ist besser, glaube ich. Dann mach du da mal noch ein bisschen was. Wir gucken mal, ob wir den Herrn dann auch mal ins Training schicken. Der kann auch was gebrauchen, ne? Ja, und jetzt will er natürlich auch mit ihr... ihr wisst schon was. Bist du mit Essen fertig? Wie sieht's denn aus? Wo bist du denn? Ach, ich muss immer runtergehen. Ach, der braucht so lang. Stimmt, der hat sich ja unterhalten. Der guckt lieber zu, ne? Wie unsere Jessica sich da abmüht im Hintergrund. So sieht das aus. Training für Mann und Frau. Mann ist am Futtern und Frau ist am Schnaufen, so ungefähr. Komm, geh. Tu auch was für deine Figur. Damit sich das hier auch als Ausrede bezahlt macht. Ihr habt aber auf jeden Fall schon mal gut angebändelt, ihr zwei. Ja. Das läuft doch schon ganz prima. Sehr schön, genau. Du kannst auch ein bisschen was für deine Fitness tun. So, und da beide jetzt am Trainieren sind und meine Zeit ja sowieso schon seit einer Weile rum ist, machen wir jetzt einfach ganz frech hier auch den Break. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem lustigen Date im Fitnessstudio. Und wie das mit den beiden weitergeht, ob die dann daheim noch Techtelmechtel haben werden, ob Jörg sie dabei erwischen wird, das sehen wir dann alles im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, tschüss!